Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins bzw. fliegende Ausrufezeichen über Kultisten Origins in dem Lindwurmhort, in dem verfallenen Tempel von Andraste in Haven, wo sich anscheinend die Urne der heiligen Asche befinden soll, zumindest laut Bruder Genitivi. Und den Reaktionen der Dorfbewohner nachzuurteilen auch. Und ja, was gibt's da anderes zu sagen? Reinmarschiert ins Getümmel und alle abgeschlachtet, oder? Halt! Keinen Schritt weiter! Was er nicht sagt. Wer seid ihr? Geht zur Seite, wenn ihr leben wollt. Ich will nicht reden. Kämpft, Feigling! Ihr habt nicht das Recht, nach meinem Namen zu fragen. Und trotzdem habe ich es getan. Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Heul doch. Genug. Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Ich will sicherstellen, dass er nie wieder jemanden verletzt. Ich komme nur wegen der Urnen der heiligen Asche. Nennt euren Namen, dann sage ich euch, weshalb ich hier bin. In einem alten Tempel gibt es doch sicher Reichtümer, oder? Und außerdem habt ihr mich angegriffen und es war reine Notwehr. Ich bin Vater Colgrim, Leiter und Lenker der Jünger von Andraste. Was mit Vater Eirik? Haltet uns und ihr steht Andraste gegenüber. Sie wird das Blut an euch riechen und voller Zorn sein. Ja, da habe ich aber Angst. Ich riskiere es. Wovon redet ihr da? Kinder? Meint ihr die Drachen? Ist Andraste ein Drache? Andraste ist tot. Sprecht ihr von der Urne? Sie ist viel mehr als das. Sie ist glorreicher als alle alten Götter zusammen. Ich wette, ihr habt sie noch nie gesehen. Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender als ihr es euch vorstellen könnt. Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Das klingt ja schon spannend. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ihr seid wahnsinnig. Andraste ist tot. Ich habe sie eigenhändig umgebracht. Ich möchte die auferstandene Andraste sehen. Und was ist mit der Asche passiert? Akzeptiert ihr dann eine Entschuldigung vielleicht? Das ist Ketzerei. Ich kann das nicht länger zulassen. Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all ihrer Herrlichkeit dienen? Es ist wahrscheinlich nur ein Dämon der Wollust. Ihr könnt mir die Urne also geben? Ihr sprecht so verächtlich von der Asche. Ich will diese glorreiche Andraste sehen. Ihr wollt also die Asche? Vielleicht gibt es eine Sühne für die Entweihung unseres Tempels, der auch unser Zuhause ist. Für euch mache ich gar nichts. Woher der plötzliche Wunsch nach Zusammenarbeit? Könnt ihr das präzisieren? Ich habe nichts zu sühnen. Vielleicht, weil ich an eine zweite Chance glaube. Wir alle stolpern durch die Finsternis, bis uns jemand findet und ins Licht führt. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Naja, ich will eigentlich wirklich nur die Asche, also... Aber wenn Andraste mir die Asche persönlich gibt, dann kann ich gerne... Weiß nicht, was wollt ihr denn überhaupt von mir? Nein, eure Andraste wird vor mir fallen, wie schon andere vor ihr. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Na gut, vielleicht kommen wir zu einer Vereinbarung. Vielleicht leidet ihr nur unter Wahnvorstellungen. Die Asche, die ihr sucht, befindet sich auf dem Gipfel dieses Berges, behütet von einem unsterblichen Wächter, der die Wahrheit über die Auferstehung unserer Herren nicht glauben will. Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Ich habe das Gefühl, wenn wir die Asche holen... Dann wird nicht wirklich die Andraste, die sie sich vorstellen, vor uns erscheinen. Aber hey, das heißt doch eigentlich nur mehr Erfahrung und mehr geilen Loot für uns, oder? Wenn wir die dann umlegen. Ihr wollt die Asche zerstören, also nur weil sie uns angreift, natürlich. Ihr wollt die Asche zerstören? Das würdet ihr nicht überleben. Weiter. Kommt gleich dazu, wie ich euch helfen kann. Und dann? Wollt ihr sie einfach aus dem Fenster streuen? Andraste muss die Asche wieder zu einem Teil ihres Selbst machen. Dazu ist lediglich ein Tropfen ihres Blutes erforderlich.
Blut enthält Macht, Stärke und Wissen. Dadurch kann alle Macht der Asche zu unserer Herren zurückfließen. Blutmagier also, so. Ihr verlangt Böses, ich muss euch vernichten. Warum habt ihr das dann noch nicht gemacht? Das klingt einleuchtend. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Nein, habe ich nicht. Der Wächter hat all unsere Versuche vereitelt, die Urne zu erreichen. Er enthält die verbliebene Macht der wahren Andraste vor. Er kennt die Jünger. Und er ist für uns unantastbar, weil er seine Stärke aus der Asche selbst bezieht. Aber ihr könntet unserer Herren beschaffen, was ihr rechtmäßig gehört. Stellt euch vor, die oberste Klerikerin wäre jetzt hier. Ihr Kopf würde explodieren, das sage ich euch. Seine Worte sind nichts als der Wahnsinn eines gefährlichen Fanatikers. Seid gewarnt. Er will euch auf Abwege führen. Die Belohnung für diesen Dienst wäre wahrhaft gewaltig. Und wie genau bekomme ich dann meinen Teil der heiligen Asche? Beziehungsweise Al-Iman? Er verlangt Böses, ich muss ihn vernichten. Wieso glaubt ihr, mir könnte es gelingen? Wird der Wächter nicht auch mich erkennen? Was genau habe ich zu tun? Was für eine Belohnung? Viele waren schon hier. Doch nur ihr hattet die Stärke und das Können, um den Tempel zu überleben. Andraste selbst hat euch für diese Aufgabe hergeführt. Es ist ganz einfach. Ich gebe euch ein Fläschchen mit dem Blut der heiligen Andraste und ihr schüttet es in die Asche. Die Magie der Asche wird dadurch aufgehoben und unsere Herrin ist von den Ketten ihres vergangenen Lebens befreit. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, diesem Colgrim zu helfen. Und was dann? Unterstützen wir die Anbetung einer Rieseneidechse? Bedenkt gründlich, was ihr tut. Ich meine, jeder kann anbeten, wen er will, oder? Ich meine ja nur, wenn die Rieseneidechse uns dann angreifen sollte, dann müssen wir uns natürlich wehren, ne? So ist natürlich... Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich habe es bedacht. Ihre Religion ist ebenso gültig wie der Weg des Kuhn. Ihr vergesst wohl, dass ich hier die Entscheidungen treffe. Eure Weisheit ist überwältigend. Ihr gebt euch nur zufrieden, wenn ich tue, was ihr verlangt. Ich helfe Colgrim, ob es euch nun gefällt oder nicht. Gut, ich respektiere eure Meinung. Auf jeden Fall tue ich das. Aber, ne? Ich... Punkt. Bin immer noch der Typ mit dem Sagen... Auch wenn ich ein Elf bin. Aber ausnahmsweise mal. Ihr helft uns nicht. Was? Dann können wir euch nicht gehen lassen. Das habe ich nicht gesagt. Zu den Waffen. Was? Andraste wird uns den Sieg schenken. Willst du mich verarschen? Also, hat ihr... Ich habe doch nur gesagt, ich respektiere seine Meinung. Nicht, dass ich sie annehme. Oder dass ich sie teile. Meine Güte. Muss schon ein bisschen zuhören, Junge. Wer seid ihr? Genug. Ihr sagt mir jetzt eindringlich. Ja, sagt mal euren Namen. Tötet uns und ihr steht Andraste gegenüber. Ist das ein Drache? Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Was ist mit der Asche? Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all... Dann könnt ihr sie mir geben. Also die Asche. Woher da plötzlich gewonnen? Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem Vielleicht kommen wir zur Vereinbarung. Weiter. Blut enthält Macht, Stärke und Wissen. Wir haben aber so nicht gemacht. Seine Wort. Die Belohnung für diesen Dienst wäre wahr. Warum ich? Ich weiß. Bedenkt gründlich, was ihr tut. Eure Weisheit überwältigend. Ich helfe ihm. Das Blut des Drachen. Ihr wisst, was ihr damit machen sollt. Oh, schlecht. Schlechte Idee. Wisst ihr noch, als ihr das letzte Mal Blut trinken musstet? Nur schlimmer. Ja, ich muss es ja nicht trinken. Überreden. Es wird schon klappen. Ich weiß, was ich... Nein, weiß ich nicht. Ruhe, ich mach's. Ihr seid ermüdend als ein altes Fischweib. Dann sollten wir es lieber nicht tun. Ich kann nur hoffen, dass ihr noch irgendeine... erstaunliche Überraschung im Ärmel habt. Wir haben jetzt fünf. Jetzt bitte ich die heilige Andraste darum, euch unbeschadet ins Allerheiligste zu lassen. Ich bin sehr gespannt, was hier noch passieren wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Und ich glaube keine Sekunde daran, dass diese Antraste in Anführungszeichen uns oder denen dann wohlgesonnen sein wird. Nicht im geringsten. Also auf zum Berggipfel. Und ich hoffe, wir können uns noch ein bisschen von der Asche nehmen, bevor wir das Blut draufstreuen. Ist das der Drache? Der Wächter? Autosave. Und Schwefel oder sowas? Das muss ja... Oh, ich habe keine Angst. Mich will er ohnehin nicht fressen. Viel zu alt und zäh. Ihr hingegen solltet euch Sorgen machen. Jung, knackig und saftig. Soll er doch kommen, der alte Drache. Oh Gott, oh Gott. Erstmal alles looten. Ich meine, wo ein Drache ist, auch ein Drachenschatz, oder? Wie ihr meint. Ich hoffe nur, der geht nicht direkt auf Wünnen, weil dann haben wir eigentlich keine Chance. Aber ansonsten, ja, ich bin zuversichtlich. So einen Drachen haben wir doch schon... Haben wir schon mal einen Drachen erledigt? So einen richtigen Drachen? Oder? Oh nein, ich brauche Dragoschuppen. Hoffentlich wissen die nichts von unserer Vereinbarung und greifen mich an. Nein. Vor allem der ist auch friedlich auf einmal. Ich brauche aber Dragoschuppen. Wo kriege ich die jetzt her? Andraste, ich bitte dich, zügle deinen Zorn. Ich bringe dir deinen Streiter, der als reinigende Flamme unter deinen Feinden wüten und den Weg für deine Herrlichkeit bereiten wird. O geliebte Andraste, o heilige Andraste, wir preisen deinen Namen. Ich habe zur geliebten Andraste gesprochen. Sie lässt euch vorbei. Da bin ich ja froh. Ich will den Drachen zähmen und auf ihm reiten. Und gegen den Erzdämon antreten. Ihr habt recht, Andraste ist glorreich. Danke, ich werde nicht versagen. Gut, der Moment eures Todes ist gekommen. Wir erwarten eure triumphale Rückkehr. Geht und zeigt, dass ihr Andrastes wahrer Streiter seid. Ja, ich hoffe nur, wir können uns ein bisschen von der Asche dann abzweigen. Geht und zeigt. Ja. Und wie komme ich an meine Dragoschuppen, Mantraste? Mann, kannst du mir nicht irgendwie... Kann ich dir nicht einen Arm abhacken und den mitnehmen? Ich brauche eine Rüstung. Mensch. Kannst auch mal ein bisschen helfen. Bin ich aber gespannt, was das für ein Wächter sein soll. Der Spießruten... Das klingt ja... Boah. Puh, sehr vielversprechend. Oh Gott, es wird doch so wie. Es wird so was von nicht funktionieren. Da ist er. Ja, mein Dame. Wo sind wir hier? Es sieht anders aus als der Rest der Ruinen. Wir sind im Spießrutenlauf. Und looten dem Wächter erstmal alles unter der Nase weg. Mit dem kann man doch auch reden, oder? Ist einfach einen kleinen Betäubungspfeil drauf und dann an dem vorbeischleichen. Ich heiße euch willkommen, Pilger.
Guten Tag. Ich bin wegen der Urne der heiligen Asche hier. Wer seid ihr? Ihr müsst der Wächter sein. Trete zur Seite. Ich bin der Wächter und beschütze die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Auf mich? Warum seid ihr schon so lange hier? Damit jemand die Asche mitnimmt? Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Wird eure Aufgabe jemals erfüllt sein? Das Reich ist nicht mehr so mächtig wie früher. Das muss schrecklich langweilig sein. Ich weiß es nicht und ich stelle diese Frage auch nicht. Vergeuden wir keine Zeit. Wie gelange ich zur Urne? Wer sind die Männer, die den übrigen Tempel übernommen haben? Der Drache ist in Wirklichkeit gar nicht Andraste, oder? Kolgrim und seine Anhänger halten nicht besonders viel von euch. Was könnt ihr mir über die Urne der heiligen Asche erzählen? Ich bin bald wieder zurück. Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinter an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewachen. Viele Generationen meiner Brüder haben sich den Mantel ihrer Väter umgehängt über Jahrhunderte hinweg. Voller Freude, ohne nachzulassen, erfüllten sie ihre Aufgabe. Doch nun haben sie ihren Weg verloren. Sie haben Andraste und den Schwur ihr gegenüber vergessen. Bin ich eigentlich der Einzige, der ständig denkt, dass diese Statuen sich auf einmal bewegen und uns angreifen? Und was ist mit euch? Wer seid ihr? Eigentlich haben sie gar nicht vergessen. Also ist der Drache nicht Andraste? Was könnt ihr mir über die Urne erzählen? Ich bin der Letzte der ersten Jünger. Ich habe geschworen, die Urne mein Leben lang zu beschützen. Und ich lebe schon sehr lange. Und wie lange genau? Klugheit, die ersten Jünger, kanntet ihr Andraste? Wie konntet ihr so lange leben? Was könnt ihr mir... ja. Kannte sie überhaupt jemand, außer dem Erbauer? Sie meditierte oft wochenlang, ohne Nahrung oder Wasser. Die hat doch bestimmt gecheatet. Bitte erzählt mir mehr über Andraste. Ich kann meine Liebe zu Andraste nicht in Worte fassen. Ihr müsst sie selbst suchen. Jeder muss das. Und wie konntet ihr so lange leben? Ich habe vor Andraste und dem Erbauer einen Schwur abgelegt. Mein Leben ist an die Asche gebunden. Solange sie existiert, gibt es auch mich. Erzählt doch noch ein bisschen mehr darüber. Ihr wisst bereits, dass die Urne die Überreste der Prophetin Andraste enthält. Ja. Das ist korrekt. Was gäbe es sonst noch zu erzählen? Was wisst ihr über diese Jünger von Andraste? Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinter an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewachen. Viele Sie haben vergessen, dass Andraste nur eine Botin war. Sie sprechen nicht mehr vom Erbauer, nur noch von ihrer falschen Andraste, was eine noch größere Sünde ist. Ach, Religionen sind schon was Schönes. Warum sind sie nicht dieser lächerlichen Lüge aufgefressen? Aufgesessen? Es begann mit einem Vorfahren desjenigen, der Kolgrim heißt. Er sah sich selbst als neuen Propheten und predigte die Wiedergeburt. Was? Wiedergeburt, sowas gibt's nicht. Einige widersprachen ihm. Ich konnte ihre Schmerzensschreie hören, die aber rasch erstickt wurden. Unter Auferstehung, sowas ist das. Habe ich auch noch nie gehört. Soll ich euch von diesen Jüngern befreien? Der Erbauer wird über sie zu Gericht sitzen, wenn die Zeit reif ist. Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinter an diesen Zug... Nein,
Unsere Andraste weilt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Aber eins muss man dem Kolgrim ja lassen. Er kann echt gut mit Tieren, also mit Drachen kann er umgehen. Oder dem Drachen zumindest. Die scheinen ja beste Freunde zu sein. Wie konnte sich dieser Gedanke unter den übrigen Jüngern ausbreiten? Es begann mit einem Vorfahren desjenigen, der Kolgrim heißt. Er sah sich selbst als neuen Propheten. Einige widersprachen ihm. Ich konnte ihre Schmerzensschreie hören, die aber rasch erstickt wurden. Nun denn, dann bin ich bald wieder zurück. Ich werde hier sein, so wie immer. Neuer Screenshot. Wird erledigt. Die ersten Kinder des Erbauers, na dann. Würde ich sagen, ich beende hier mal die Aufnahme, weil, ne? Dach, Zimmer und Sommer und es ist einfach großartig. Und in der nächsten Folge gehen wir dann die Urne der heiligen Asche holen. Ob wir das Blut draufschütten oder nicht, schauen wir mal. Vielleicht probieren wir beides aus, ne? Wir können ja das machen und schauen, was passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.